mit Lügnern umgehen kannst. Lügner sind kreativ. Sie arbeiten gegen die Wahrheit oft. Und das kann dir den letzten Nerv sogar rauben. Vor allem auch, wenn es unfair wird. Wie du mit diesen Menschen umgehen kannst und vor allem auch mit ihren Lügen, das verrate ich dir jetzt. Suche anfänglich nach dem Warum. Ja, du hast richtig gehört. Wenn du verstehst, warum der Lügner gelogen hat, kannst du vielleicht sogar über diesen Weg in sein Herz finden und somit ihn animieren, die Wahrheit zu sagen. Viele Lügner lügen nicht, um dich bösartig zu behandeln. Viele Lügner lügen, weil sie die Angst haben, dich abzuweisen, sich damit abzuweisen. Sie haben Angst vor der Konsequenz. Du kannst sowas sagen wie: Ich frage mich, ob es einen Grund gibt, dass du dich mir gegenüber nicht öffnen magst. Ich lade dich herzlich ein, mit mir darüber zu sprechen. Das würde unsere Beziehung garantiert gut tun. Und du hörst raus, keine Vorwürfe. Das ist wichtig. Du darfst keine Vorwürfe machen. Es ist eine Einladung. Und natürlich darfst du eine Chance bieten zur Erklärung. Drücke sie nicht an die Wand damit. Sage Folgendes: Wenn es zwischen uns beiden Missverständnisse oder Fehler gibt, die wir ansprechen sollten, sprich sie bitte jetzt an. Mir wäre es lieb, mit dir ein gutes Verhältnis aufzubauen. Denn wir haben noch einige Zeiten miteinander zu tun und die würde ich sehr gerne genießen wollen. Und entscheide dich gegen Ende. Entscheide dich, wie du mit dieser Person in Zukunft umgehen möchtest. Weil du kannst sie nicht dazu zwingen, die Wahrheit zu sagen. Aber du kannst dich formen, um hier Grenzen zu setzen, die wertvoll sind. Bedenke hierbei, bleib integer und geh raus aus dem Urteil. Geh rein in deinen Einflussbereich und du wirst merken, das wird dir und deinem zukünftigen Ich wesentlich besser tun als alles andere. Wer muss das hören, schick's gerne weiter und folgt mir für mehr Kommunikationstechniken.